Es gibt wieder Neuigkeiten zu Fort. Ein neues Update wurde gerade erst veröffentlicht, nämlich Fort Patch 3.1. Boris ist nun mit im Spiel und damit ist er der erste spielbare Held, der noch nicht mal in Paragon erschienen ist. Außerdem gibt es noch viele Bugfixes, erstes veröffentlichtes Bildmaterial von 5v5 Gameplay mit Boris und Steel, sowie Informationen zum neuen Heldenfähigkeitensystem. All das erfahrt ihr jetzt. Bleibt dran! Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Chris und ihr seht Sharks. Ja moin Leute, was geht ab? Max Nomex hier. Hey, was machst du denn hier? Ich wollte einfach nur mal schauen, ob es auf deinem Kanal auch so gemütlich ist. Na, das will ich doch mal stark behaupten. Wenn du schon einmal da bist, kannst du mir doch sicherlich mit den Updates helfen. Im Hintergrund seht ihr erste 5v5 Gameplays mit dem neuen Patch der Dudes und Tester. Und man muss sagen, dass es bereits so viel besser aussieht mit dem neuen HUD. Erst vor kurzem wurde ja mit Patch 3.0 bekannt gegeben, dass Steel neu im Spiel ist und dass Fort's Early Access ab dem 8. Mai über Steam spielbar sein wird. Jetzt gibt es bereits neue große Neuigkeiten mit Patch 3.1. Wie schon erwähnt, ist Boris nun im Spiel. Falls euch Boris nichts sagt, sein Charakterkonzept sowie sein Ingame-Modell wurden von Epic Games entwickelt, aber in Paragon nie veröffentlicht. Erst als alle Paragon-Assets frei zur Verfügung gestellt wurden, wurde auch Boris veröffentlicht und mit freigegeben. Zumindest das, was man bis dahin von ihm hatte, eingeschlossen seiner Hero Voice Lines. Die hat Steel seit Patch 3.0 übrigens auch schon. Das habe ich in meinem letzten Video vergessen zu sagen. Die Paragon-Helden in Fort bekommen nämlich nun auch endlich ihre Voice Lines, die sie in Paragon ja leider nie bekamen, welche man sich aber trotzdem schon auf YouTube zum Beispiel anhören konnte. Das heißt, unsere geliebten Helden aus Paragon machen nun Geräusche, wenn sie angreifen, springen, Schaden erleiden und erzählen lustige Sprüche nebenbei. Dann kommen wir jetzt mal zum Hero-Kit von Boris. Starten tun wir den Spaß mit seiner passiven Fähigkeit. Diese bewirkt, dass sich Boris pro Auto-Attack um 2,5% seines Basic-Attack-Damage heilt. Außerdem machen deine Auto-Attacks pro fehlenden Prozentpunkt deines und deines Gegners Lebens nochmal extra Damage. Also wenn du recht low bist und dein Gegner auch, dann scheppert's richtig. Die Q-Attacke von Boris hat auch einen passiven Effekt. Boris riecht alle gegnerischen Heroes, die unter 50% ihres Lebens sind. Wenn du deine Q aktivierst und ein gegnerischer Champion in deiner Nähe ist, dann erhältst du erstmal Movement Speed, um den gegnerischen Hero zu chasen, und solltest du in Nahkampfdistanz sein, erhältst du sogar nochmal Attack Speed. Bei der E-Fähigkeit von Boris wird es jetzt allerdings ein bisschen komplizierter, denn auch diese hat einen passiven Effekt. Alle gegnerischen Einheiten, wie zum Beispiel die Champions oder die Raptoren oder der Orb oder auch die Minions, die droppen Energiezellen. Ein Champion, ein Orb, ein Raptor droppt 25 Energiezellen und ein Minion 2,5 Energiezellen. Diese Energiezellen kann bzw. sollte Boris einsammeln, denn damit füllt man die 4 Kanister, die Boris auf dem Rücken hat, auf. Ein Kanister hat Platz für 25 Energiezellen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel einen Hero von den Gegnern killst und seine Energiezellen aufsammelt, hast du schon mal einen Kanister voll. Wenn du deine E-Fähigkeit dann aktivierst, absorbiert Boris alle vollen Energiekanister und verbessert somit seine passive Fähigkeit. Wenn du einen vollen Kanister hast, dann heilt dich deine Passive besser. Wenn du zwei volle Kanister hast, dann machst du automatisch mehr Damage. Bei drei Kanistern erhältst du nochmal Movement Speed. Und wenn du alle vier Kanister voll hast und deine Fähigkeit aktivierst, dann profitierst du von den ersten drei genannten Fähigkeiten. Plus, du bist noch unstoppable, das heißt, du kannst nicht gestunt werden und das für insgesamt 3 Sekunden. Der komplette Buff mit dem Attack Damage, dem Movement Speed und dem Heal, der dauert insgesamt 10 Sekunden. Der Beast Mode ist auf jeden Fall am Start. Bei seiner rechten Maus-Button Fähigkeit springt Boris einmal nach vorne und fügt gegnerischen Einheiten, die er trifft, zweimal Schaden zu. Zu guter Letzt haben wir dann noch seine ultimative Fähigkeit. Bei dieser springt Boris einen gegnerischen Champion an und verursacht Schaden. Der Clou dabei ist, dass sich der Schaden prozentual erhöht, je weniger Leben dein Opfer hat. Sollte das Leben vom gegnerischen Champion sogar unter 10% sein, wird er instant exekutiert. Später, wenn du deine ultimative Fähigkeit hochgelevelt hast, erhöht sich das sogar auf 20%. Ja, ihr merkt schon, durch seine passiven Fähigkeiten oder auch die aktiven Fähigkeiten gehört Boris auf jeden Fall in den Jungle und das zu 100%. Mich persönlich erinnert sein Hero-Kit natürlich auch noch sehr stark an Warwick von League of Legends. Des Weiteren wissen wir nun mehr zum Aufbau des Fähigkeitensystems der Helden. Es wird nun nämlich doch etwas anders, als wir es in den bisherigen Spieltests erlebt haben. Jeder Held soll zukünftig 4 aktive Fähigkeiten bekommen, wie es die meisten kennen, und zusätzlich noch eine einzigartige passive Fähigkeit, wie es allen vertraut ist, die Paragon schon zu Legacy-Zeiten gespielt haben. Boris ist ab nun der erste Held in Fort, der so aufgebaut ist, und der Rest wird ihm folgen.
Wie sich das auf das Fraktionssystem auswirken wird, wissen wir bisher noch nicht. Dazu habe ich aber bereits auch ein Video hochgeladen, in dem ich alle bisherigen wichtigen Details sofort erkläre. Ansonsten wurden noch einige Bugs gefixt, die unter anderem durch Stil auftraten, Minion-Laufwege wurden verbessert und erste Visual Effects zu Items hinzugefügt. Wenn man Multikills erreicht, wird einem das nun auch von einer coolen Ansagerstimme vermittelt. Wie in Paragon. Double kill, triple kill. Zum kommenden Kinomodus wurde leider noch nichts Neues gesagt, aber ich für meinen Teil warte bereits gespannt auf die nächsten Neuigkeiten. Wenn du mehr zu allen Paragon-ähnlichen Spielen erfahren und coole mit dem Kinomodus erstellte Cinematics sehen möchtest, findest du dazu eine Riesenauswahl auf meinem Kanal. Schau doch unbedingt mal bei Max vorbei, er bietet nämlich auch super Content zu allen Paragon 2 bezogenen Themen. Übrigens, wie findet ihr die Zusammenarbeit in diesem Video? Möchtet ihr gerne mehr solcher Videos sehen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare und lasst auch gerne ein Abo da, damit wir mehr solcher Videos produzieren und ihr nichts mehr verpasst. Das soll es für heute gewesen sein. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video helfen. Wir sind raus, also so wie immer. Danke fürs Einschalten und habt noch einen wundervollen Tag.